Hallo Gartenfreunde, in diesem Video geht es um das Vergissmeinnicht. Der botanische Name des Vergissmeinnicht lautet Myosotis sylvatica. Vergissmeinnicht gehören zur Familie der Boretschgewächse. Myosotis kommen in Europa, Asien, Afrika und Australien vor, also fast auf der gesamten Welt. Sie bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Sie wächst auf lockeren, nährstoffreichen Humusböden. Standorte mit kühlen Temperaturen bringen einen schönen Flor. Vergissmeinnicht sind winterhart und werden durch Aussaat im Juni-Juli vermehrt. Die Blütezeit ist im Frühjahr. Als Beet-, Balkon- oder Kübelpflanze ist sie sehr beliebt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte ein Like oder am besten du abonnierst gleich den gesamten Kanal. Dann verpasst du auch nie wieder, wenn es etwas Neues gibt, beziehungsweise kannst du leichter und schneller Infofilme aus der Playlist überall, wo du die Info gerade brauchst, ansehen. Solltest du mehr Infos zu diesem Thema oder anderen Themen aus dem Bereich des Gartens benötigen, dann geh bitte auf meine Webseite www.steffenkuhmann.de. Dort bekommst du weitere Filme, Arbeitsanleitungen und Pflanzenbeschreibungen. Ich versichere dir als Gärtnermeister, dass alle Berichte, Beschreibungen und Filme fachlich richtig sind. Es gibt hier keine Ich-glaube- oder möglicherweise-Geschichten, sondern nur Fakten, die auch tatsächlich zutreffen.